sleep, you're sleeping for the weak. That we will never rest, so we're all fucking dead. Mahlzeit, Morgen und hallo, was auch immer. Wir nehmen auf Battlefield 3. Einfach ein bisschen Just for Fun rumzocken. Viel Spaß beim Zuschauen. Bisschen Team Deathmatch auf Gunnys Haus. Kanäle! Wenig Hilfe bei Kill durch Niederhaltung. Ich freue mich jetzt alle. Boah, MK3, Mann. Deine Mutter! Okay, ob ich meine Mutter nimmt die MK3. Ich hoffe, ihr versteht mich gut, weil ich habe ein neues Headset. Ja. Hat er? Der Kleine. Hey, warte mal, hier könnte ich das so machen. Oh. Attacke! Alter. Wie sie alle F2000 spielen. Bei Battlefield gibt es Aufträge und irgendwie kann man gerade alle Menschen mit so zwischen 5 und 10 Waffen haben alle die gleichen Waffen rumrennen. Ja. Ich probiere mal etwas Unmögliches. Ich versuche mit einer Fahrzeugmine einen Kill zu bekommen. Jetzt ohne Scheiß. Ja, ich muss jetzt hier leider ein bisschen doof rumcampen. Ich warte jetzt eigentlich nur drauf, dass da einer reinmarschiert und werde dann auf diese Mine schießen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Das ist zwar etwas dumm wie Brot rumzukämpfen, sieh mal, lassen durch. Ich bin mal wieder. Ja, gut. Ich hab doch gesagt, lass ihn du kannst, durch. Du kannst mal einen anderen Perk drauf machen, weil wir haben irgendwie alle Niederhalten. Niederhalten ist doch geil. Ja, aber das brauchen wir nicht dreimal in einem Squad. Denk ja leider nicht. Also ich muss sagen, hier mit dem Rumcampen mache ich gerade Kills ohne Ende. Gegenüber von dem UMP ist echt keine Distanzwaffe. Du, ich hab hier gerade mit der AS-Wall Distanzkills en masse. Die Fall geht auch ab. Vor allem hat sie ja schon Schalldämpfer drauf. Ja. Jetzt habe ich keine Muni mehr. Das ist das erste Mal in Battle. Du bist doch Pumper, oder? Bitte? Nee, als Supporter hast du doch keine Dings. Achso, Supporter, stimmt. Also, muss sagen, die Stellung, die ich gerade hatte, war nicht schlecht. Bin zwar ein kleines Käpperschwein gewesen, aber naja. Wir spielen gerade übrigens beim Double XP Woche, nur für Premium. Ich stelle mich jetzt hier rein, wenn einer aus Eck kommt, schieße ich einfach auf meine Mine. Das campen sie hinten im Häuschen, ey. Okay, ich komm mal vorbei. Da fliegt jetzt ein Spawn. Lass es. Das heißt nur nicht spammen. Oh ja, genau, Spast, 12 Spasten, ey. Sag dein Spruch. Wenn sich der Bruder mit der Schwester paart, spielt das Kind M26 Dart. Meintest du diesen Spruch? Hey, ja. Hat sich gerade einer mit der Dart gekillt? Ich hab schon länger keinen mehr gesehen mit der Dart. Ja, ist irgendwie verpönt die Waffe, ne? Ja, war gut so. Komm hier, schluck meine Handgranate! Warum Enno? Friss Kugeln, da wo die herkommen, gibt's noch mehr und jetzt bin ich tot. Ja, irgendwie sind wir heute in Lust und Laune, dazu dumme Sprüche zu klopfen, frei nach diesem Motto, weiter ins Verderben, ja. Müssen leben, bis wir sterben, kämpfen tun wir sowieso und deswegen gehe ich jetzt aufs Klo. Alter, hör auf zu bloggen, du scheiß Sniper! Nein! War ja noch einer. Mann, mein Herz ist gar nicht schlecht. Ja, etwas. Oh, du stehst doch auf Analverkehr. Nicht du! Ja, ich schieb dir deine Nein! Ich schieb ihm seine Halbgranaten in seinen Anus. Und dann zieh ich einen Split. Dürfen wir Analverkehr überhaupt sagen? Nur nichts Rassistisches. Beleidigen von ethnischen Minderheiten. Ich mag ethnische Minderheiten, die sind immer so schnell beleidigt. Wobei
wobei ich da ganz sehr das Mundschuh zitiere. Jede Minderheit hat das Recht, diskriminiert zu werden. Ja. Hey, ich habe gerade dreimal Kill bei Hilfe bei Kill durch Niederhaltung bekommen. Es kommt übrigens ein neues Programm von ihm raus, gell? Habe ich neue Werbung. Echt? Ja, Atze Schröder macht auch ein neues Programm, aber ich finde, deutsche Comedy hat sehr nachgelassen. Und das kann jetzt jeder NPD-Wähler sehen, wie er will, aber ich finde die zwei Türken, die uns gerade aufmischen, Seras und Mundschuh und Kollege, wie heißt der andere, der Mettler? Der Mannheimer. Ich habe keine Ahnung, ich mag den. Bülent Ceylan. Ja, aber ich finde, ja, die mischen uns ganz schön auf. Und nicht nur auf die irrwisse Türkenweise, sondern eben auf lustige Weise. Und so Mundschuhs Wortschatz kann sich jeder Deutsche was abschauen. Aber hallo. Außer man studiert natürlich Linguistik oder sowas. Ich bin ein genial böser Wissenschaftler und kein Linguini! Linguist. Noch so ein Wort und du kommst auf die Galone, mein Sklave. Ja, ich will auch eine Galone. Galone Wein. Ah, was zahlt man eigentlich gerade für die Galone Wein? Pennerglück. Und keine Galone. Eine Galone ist doch so ein Fass. Das ist doch ein Barrel. Nein, ein Barrel ist ein Barrel ist bei. Mein Ahnung, es wird die Tankfüllung doch in Gallons angegeben, also Gallonen, das sind irgendwas mit 3 Liter oder so. Ja, nee, aber neben. Rechtes Häuschen campt einer. Ist down. Ja, ah, das ist ja ein Russe. Und das ist auch ein Russe. Hey, ich hab sie beide gekriegt. Can't you see? Nein, aber Galone ist nur bei Lebensmitteln. Barrel ist Öl und Korn und so. Okay, Korn. Barrel ist ein Fass. Barrel ist ein, ja, Galone Barrel. Haben die Amis als Maßeinheit beim Tanken zum Beispiel. Tanken? Ja. Also ich kenne Galone eigentlich nur aus so Lebensmitteln und so. Lebensmittelverarbeitung. Ja, da gibt es das auch. Aber bei Amis ist das eine offizielle Maßeinheit. Es ist bei uns auch, aber halt nur in der Lebensmittelverarbeitung. Hallo, die 36. Ach, scheiße. Weißt du, wieso tötet mich immer ein anderer, wenn ich einen anderen getötet habe? Weißt du, wenn er das wenigstens selber machen würde, dann würde ich es noch als Rache oder sowas anders sehen. Als Blutrache oder Ehrenmord oder was weiß ich, aber. Ach, fuck. Alle Schrotflinten, alle Leute, die Schrotflinten spielen, haben kleine Schwänze. Deswegen war der erste Service. Spielen sie doch auch manchmal. Ja, ich weiß. Aber gerade spielen wir sie nicht. Und deswegen sage ich. Hast du nicht Service Stars bei Schrotflinten? Ja, ich habe bei jeder Schrotflinte Service Star. Ja, ja. Was sagt uns das über dich aus? Dass der so klein ist, dass er schon wieder groß ist? Der ist zu klein zum Hängen, oder? Nein, Mann. Aber ich zitiere hier gerne meine momentane Lebensgefährtin und Verlobte. Was? Halt die Schnauze, das erklären wir nicht, wenn wir aufnehmen. Noch ein paar Millimeter länger und größer und sie wird's verreißen. Too much info. Hey, du hast angefangen, ja? Okay, nein, ich hab angefangen. Nein, eigentlich habe ich nur die Leute beleidigt, die Schrotflinte spielen. Ach, das ist. Ja. Ja, egal. Stirb, du Sau. Und das. Ach da, deswegen mag ich Battlefield. Ist schnelle Action, spielt Steam Deathmatch, spielt Battlefield spielen, spielt Battlefield, also Conquest. Also ich kann, wir können schon mal prophezeien, dass ganz, ganz wenig Rush-Videos kommen, weil wir hassen den Modus. Ich mag ihn. I like this mod. Ja, wenn er mal in der Map-Rotation drin ist, dann spiele ich mit, aber ich bin ja kein Fan. Squad Rush ist geil. Ich hab ihn nie gespielt. Wo so einer sind leicht zwei. Ohne TS kannst du das nicht machen. Ja gut, aber das kann man ja mit dem Team machen. So. Ist der fair? Ja, der Sniper war fair. Das finde ich, manche Leute sind fair und manche nicht. Die geben dir eine Chance, bis du aus dem Wasser raus bist und andere knallen dich einfach ab, wenn du im Wasser bist. Die sind natürlich Leute, die fair sind. Wir warten, bis die Leute aus dem Wasser kommen. Alter, ich habe gerade einen Rächer. Zwei Retterkills bekommen, wie das denn? Da waren wahrscheinlich drei Mann, die gerade beschossen wurden. Ah! Überschießgranaten. Ich
stell mich jetzt tot. Ich leg mich hier hin. Hey, UMP-Service da. Mist. Gab's einen dicken UMP-Service da. What the fuck? Ja? Er ist gerade über mich drüber gerannt. Ja. Soll ich den Infrarotvisier drauf machen? Wo muss aber einer einsmoken? Der Smoken lässt sich erledigen. Wo ist die Fall? Ne, ich will jetzt nicht die Fall spielen. LVG, nein, Slug. Du hast übrigens zwei Granaten. Oh. Ja. Ich hab zwei Granaten? Ja, ich hab den Granatenperk drauf. Oh, ich hab immer so. Was hat denn andere Erde? Ja gut, ich hab Sprint drauf. Der andere auch. Vielleicht kannst du Schutz drauf machen. Boah. Camper Sau. Warum starte ich eigentlich immer auf den scheiß Docks dahin? Warum spawne ich zwischen fünf Feinden? Ich tue jetzt einsmoken. Ich mag den Typ nicht mit seiner MK. Den, der Sniper? Deswegen habe ich gesagt, alle dieses Dings spielen haben kleine Schwänze. So. Also, Besmokung läuft, ne? Weißt du noch, wie ich dich mal mit Smoke gekillt hab? Hast du das mal? Ja, hab ich mal. Das haben wir aber nicht auf Band. Nee, haben wir leider nicht auf Band, aber du saßt im Eck. Und ich bin ums Eck gerusht gekommen und hab halt meine Smoke-Granate reingeschmissen, weil ich dich eigentlich dann durch den Vorteil IR kalt machen wollte. Aber das irgendwie nicht funktioniert hat. Mann, ich hab halt keinen Plan, was ich spielen soll und irgendwie auf keine Waffe wirklich Bock. Oh. Auf Distanz ist die UMP echt nicht so gut. Ich muss das Vierfache drauf machen, dann geht's ja ab. Könnten wir eigentlich kurz machen. Am Bassen Zubehör. Jakob mag ich nicht. Der mag schon einen Kock. 3-4er mal drauf machen. Das nehme ich eher bei LMGs und MGs! Meine Fresse! Ja, aber ich mag vom Arkom die Optik nicht. Geht doch weg! Deine Mutter hat eine F2000. Ich habe auch einen. Bin ich jetzt deine Mutter? Nein, du bist seine Mutter. Boah, Alter. Das war jetzt nicht auf dich bezogen. Was das? Boah, Alter. Hey, Sieg! Dadam, dam, dadam, dam! Machst du Break oder nehmen wir einfach konstant auf? Ja, ich lass noch schön mein Ding durchlaufen. Dein Ding? Schweng dein Ding, schweng dein Ding, dengel, dengel, deng, deng, schweng, deng, deng. Ja. Dann packe ich jetzt kurz aus und lass ihn durchs Bild laufen. Oh ja, mach das, mach das! Wird. Nein, ich glaube, dann wird Video geblockt. Liebe Zuschauer, wollt ihr Fischis Penis sehen, dann gebt ein Like. Wollt ihr ihn nicht sehen, dann kommentiert. Aber wenn ihr kommentiert... Dann gebt auch ein Like. Genau. Oder schreibt einen Comment auf unserer Homepage, bigbot.de. Jo, wir freuen uns über jeden, der kommt, weil wir so verzweifelt sind. Ach, sind wir gar nicht. Stimmt, sind wir nicht. Also, trotzdem draufgehen. Macht Laune. Reinhauen. Danke, liebe Leute. Bis dann. Reinhauen, wiederschauen. Tschö.